Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 Speed Asia, so nenne ich sie, jetzt dieses Projekt. War längere Zeit auch der Arbeitstitel, mehr oder weniger. Und ja, ich habe mich mal so ein bisschen mal umgeschaut, wo dann halt so die ganzen Sachen liegen und habe mir dann gedacht, gut, dann bleiben wir einfach bei Speed Asia. Ich habe mal geguckt, es gibt keine Speed Asia Map bisher. Aktuell im Workshop, sondern nur andere Maps, die halt so um Asien rum sind, Nordasien und so weiter, pipapo, man kennt's. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, dann benennen wir es mal einfach so. Und jetzt ist halt die Frage, wir wollten ja New Taipei City nach Jaipur anschließen. Die Frage ist, wollen wir das noch weiterhin laufen lassen auf demselben Gleis oder nicht? Dass quasi hier das weggeht nach da und dass man dann halt hier warten muss. Könnte man prinzipiell gesehen machen. Ich bin gerade überlegen, ich bin mal unsicher, habe ich einen Zug gekauft, den ich noch nicht genutzt habe oder nicht? Scheinbar nicht. Ach Gott. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es noch nicht gemacht. Nee. Da kann man nämlich auch schon langsam überlegen. Ja, ist ja gut. Du bist noch sowieso auf automatisch irgendwie. Nach 10 Minuten genau. Das ist ja die Frage. Ich würde sagen, wir machen das erstmal so, dass wir das einfach mal hier anbinden. Das kann man im Laufe der Zeit dann hier immer noch ändern. Das ist ja gar kein Problem. Dann bräuchten wir nochmal ein Gebäude. Von Taipei City aus könnten wir auch noch weiter nach in die anderen Gebiete, deswegen. Boah. Deswegen würde ich sagen, dass wir das Ganze hier platzieren. Ach genau, und dann halt, wenn. Genau, also es ist halt eine random Map, die Namen sind halt einfach nur reelle Namen, reelle Stadtnamen. Was war denn das jetzt nochmal? 160 Meter, okay. Wir werden das dann natürlich irgendwann, wenn wir uns dann mal, kann man dran sagen, dran wagen, ja, eine Art Nachbau zu machen, dann werden wir natürlich präzise Maps nehmen. Auch im relativ geringen Maßstab, also möglichst nah an 1:1 dran. Okay, wir können schon mal hier einen kleinen Tunnel machen, warum nicht? Oder was auch immer das werden wird, ja. Bleiben wir bei 120, wo müssen wir denn anschließen? Wir können dann hier vorne direkt da dran. Wobei nicht wirklich direkt, sondern eher lieber hier lang, dass wir noch ein bisschen Platz haben für mögliche weitere Bauten. Dann können wir hier vorne rübergehen. Bahnübergang. Und anbinden, da geht es nochmal durch den Tunnel. Okay. Kann man machen, würde ich sagen. Kann man auf alle Fälle machen. Dann brauchen wir eine neue Linie auf jeden Fall von New Taipei City. Im Reellen wäre das auch nicht wirklich New Taipei City, sondern wäre das halt nur ein Stadtteil und dann eher Taipei City. Wir benennen die Strecke um in
Kreipur New Tarpei. Moment. Tai, ich hab's glaube ich falsch geschrieben. Vielleicht habe ich deswegen es auch nicht wirklich gefunden. Ich glaube, ich hab's falsch geschrieben bei der Suche. Dann gibt's vielleicht. Oder? Ich bin gerade unsicher. Wir haben auf alle Fälle jetzt die Strecke. Man sieht noch nicht genau, wie. Ach, das ist ja. Da wären wir beim Ding, was man nicht sieht, wie weit die Strecken sind und so weiter. Kein Filter. Interessant. Maximale Wartezeit 3 Minuten. Blablabla. Das heißt, wir bräuchten allerdings jetzt doch mal ein paar Signale. Einbahnverkehr ist es ja sowieso gerade erstmal, aber wir können das ja mal gepflegt ignorieren. Dann soll der hier halten und hier in der Richtung auch. Im Grunde genommen kann der ja dann immer fahren. Bis dahin ist frei, bis dahin ist frei. Mehr brauchen wir aktuell auch nicht. Und können uns dann, okay, wir sind natürlich jetzt, die Einnahmen in dieser Woche sind natürlich jetzt ordentlich gesunken. Genau, was sagt dann hier die Anbindung? Die Liniennutzung, 40% und Privatverkehr ist bei 20% bis über 206. Heißt Tarpei City. Da brauchen wir natürlich auch noch hier Haltestellen. Selbstverständlich eine hier. Ich würde sagen, wir arbeiten hier dann auch mal. Arbeiten wir jetzt schon mit einem Loop oder noch nicht? Ich würde sagen, wir arbeiten einfach mal. Wir testen einfach mal ein Loop-System. Sprich, dass wir jetzt mehrere Strecken haben. Dann nochmal hier. Ich finde es interessant. Wie manche Orte gar nicht wirklich Interesse haben. An der Haltestelle. Lassen wir das erstmal dabei, würde ich sagen. Und machen dann eine neue Linie. Okay, das ist jetzt die. Da müssen wir aber auch gut aufpassen. Einmal den. Dann geht es hier lang. Auf der rechten Seite bleiben wir erstmal. Okay, rechte Seite ist dann dort. Wir müssen einfach immer nur die rechte Seite, egal ob da die linke Seite näher ist oder nicht. Jetzt, wir machen immer nur die rechte Seite. Okay, das war ja das. Nee, gar nicht, das war das und das, genau. Und dann haben wir das, die ist dann die erste Route. Dann haben wir hier. Boah. 1 New Tarpei. Ach, Tarpei. New Taipei City. Und so sollten wir auch hier verfahren, dass wir, ob wir in anderen Strecken verfahren, die wir schon haben, dass wir einfach dann eine 1 davor machen und nicht am Ende. Dass wir das einfach mal umsetzen, umändern, damit das auch ein bisschen schöner aussieht. Ist dann zwar immer direkt oben, aber es ist ja auch halb so wild, dann wissen wir direkt, okay, alle Linien, die ganz oben sind, die sind halt. Wie heißt das? Haben halt, sind halt innerstädtisch. Beziehungsweise sind halt Bus und nicht Zug. Oder Schiff. Wait. Okay, dann machen wir es einfach so. Zack, dann. Hier. Und. Da und dann endet das dort. Dann haben wir hier Linie 2. New Taipei City.
Und würde ich sagen, auch wieder 5 nehmen wir da. Und damit wir nicht so einen weiten Weg haben, bis die da ankommen, bauen wir auch hier ein Depot. Wobei prinzipiell gesehen, na gut, egal, das machen wir vielleicht ein andermal. Prinzipiell gesehen macht es vielleicht auch mehr Sinn, wenn wir das nur in uns, nur ein Depot nutzen. Quasi da, wo unser Hauptdepot ist, also unser Dings ist, wie heißt das nochmal? Ich nenne es einfach mal gerade Depot, weil ich nicht mehr genau weiß, wie es heißt. Das sieht auch schon auch aus, so wie es hier jetzt ist. Dann kaufen wir Pferdefuhrwerke 5 Stück und weisen den alle Linie 1 zu. Dann kaufen wir nochmal 5 Fahrzeuge. Nicht 51, sondern 5 Stück. Und weisen den Linie 2 zu. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich Geld verloren. Die Frage ist natürlich, der Weg ist ähnlich weit. Das ist jetzt die Frage. Moment, wir haben glaube ich auch einen neuen Zug bekommen. Kann das sein? Die Russian Class G4. G4, genau. GV. Ist aber hauptsächlich für den Güterzugverkehr. Das heißt, wir werden sie nicht nutzen. Einfach nur aus dem Grund. Ich schätze mal, dass das hier auch so eine Allzweckwaffe war. Deswegen nehmen wir jetzt auch hier Russian Class T, wobei es geht auf bisher immer noch nur auf 40 Maximum. Benutzen wir denn schon eine. Ich will jetzt nur die Züge. Ah, ne, das ist nicht Züge, das ist Zug. Wir benutzen zweimal die Class V und einmal die T. Das ist der. Ach, das ist der Fahrzeug. Moment, ist der. Fahrzeugzustand mittelmäßig. Liegt das an dem Alter? Oder liegt das daran, weil ich nicht darauf geachtet habe? Wir werden es aber ähnlich machen, wie es hier war. Gut, der Ertrag ist jetzt noch nicht so bombastisch. Wir verlieren aktuell mehr, als wir einnehmen. Kann man dann hier sehen, wie viel die gekostet hatte? Sehr gut, die hat kostet halt 300.000 im Jahr, ne? Das ist natürlich problematisch. Gut, da hat es auch erst angefangen. Hat es noch nichts eingenommen, jetzt nimmt es aber schon langsam was ein. Jetzt haben wir Einnahmen von 100, nee, Moment, von 326.000. Das ist jetzt die Frage. Ist halt echt blöd, dass man nicht wirklich. Okay, vielleicht müssen wir bei Linien gucken, wie weit die Strecke sind, ist. Okay, die Streckenlänge sieht man sowieso nicht mehr wirklich. 15 Minuten, das sind 12 und das sind 9. Also im Endeffekt müssen wir das sowieso alles nochmal ein bisschen höher pushen. Ich würde fast sagen, wir nehmen einfach auch hier gleich 4 Wagen dran. Die reichen, denke ich mal, auch erstmal aus. Kann man dann immer noch später wieder zurückschicken. Ins Depot. Fahrzeug kaufen. Nehmen wir wieder die Class T und nehmen hier von. Oh Gott, 4 Waggons. Ah ne, Moment, das war verkehrt. Ich wollte hier hinzufügen. So geht das ja. Das ist mittelmäßig. Flach 40 km pro Stunde Mittel.
Das wäre nur da gut. Dann ist das halt so, dann müssen wir halt, ne? Weil wir kommen mit der ja auch auf 55 Kilometer pro Stunde, ne? Also, die kann ja prinzipiell auch einiges. 52 Kapazität für einen 7. Kaufen wir uns die und weisen wir die der Linie Raipur New Taipei City. Die andere wird es zwar auch tun, aber im Hinblick darauf, dass wir garantiert nochmal die Möglichkeit bekommen werden, ein 70%igen Wachstum, das ist natürlich schon. Ah, schon krass. Größe. Die Größe sind dann jetzt die Leute oder wie? Größte Stadt ist dann immer noch Chongqing. Oh, ja, schon gut. Chongqing ist ja auch da hinten. Ja, das ist ja auch ordentlich am Wachsen gewesen. Aber es ist sogar noch ordentlich am Wachsen, wie man sieht. Hier warten nicht so viele. Da warten ein paar mehr. 36 ist der Wahnsinn. Gut, 2 Millionen haben wir jetzt verloren, mehr oder weniger. Diagramm Gleise. Gesamtgleise, Hochgeschwindigkeiten, Brücke. Okay. Interessant. Rettebewirkung, okay. Das alles also ein bisschen am Wachsen. Hauptquartier ist wieder gesunken auf 5, war glaube ich mal auf 6. Boah, der Gewinn muss jetzt noch mal ein bisschen steigen. Kommen wir auch, glaube ich, gerade mal relativ gut. Wir haben jetzt ordentlich Verluste gehabt, ne? Also, wir müssen jetzt auch erstmal ein bisschen was einnehmen. Der Unterhalt ist natürlich heftig, ne? Wir haben natürlich noch ein ordentliches Darlehen. Das können wir natürlich. Gut, das Darlehen von den. Können wir natürlich auch ein bisschen zurückzahlen, aber das sind halt nur 50.000, ne? Also es ist natürlich nichts, so gut wie nichts halt, ne? Wo man überlegen könnte. Weil das ist, der Weg ist halt so minimal. Wir könnten prinzipiell. Warte, kommt was gerade an, ne? Also es. Die wird ordentlich produziert, aber es kommt halt wirklich kaum an. Da müsste man die Produktion noch steigern, aber das lassen wir auch erstmal dabei. Was interessant sein könnte, Moment. Wo brauchen wir Bricks? Bricks sind nicht das Endprodukt. Wobei können das Endprodukt sein dort. Wo haben wir denn überhaupt hier Stein? Das sind noch Steine. Obwohl macht es auch. Wir haben halt hier auch ein ordentliches Ding. Das Problem ist, was ich finde. Man hat hier zwar immer schöne Baumassets und Steinassets und alles kleine mögliche, aber solche fantastischen Sachen, wie es zum Teil in den ganzen Szenarien gibt. Oh, erreiche, dass zwei Züge sich blockieren. Das liegt daran. Ich verstehe. Das war jetzt ungünstig. Bzw. das ist ungünstig. Das heißt, wir. Müssten diese Signale hier entfernen. Weil die haben wir sowieso eigentlich. Es war eigentlich auch irrsinnig, das. In vorne rein zu machen. Weil die hatten halt ja einen, die hätten eigentlich immer Vorrang haben müssen, ne? Das Signal bald wichtig.
machen wir es mal schneller, bis er dann auf die andere Seite gegangen ist. So, das heißt, dann müssen sie mal hier halten und warten, bis der andere dann rausgekommen ist. Ist aktuell natürlich auch ein bisschen blöd, aber ist halt so, kann man nicht ändern. Ah ja. Genau, da könnte man auch mal gucken, ob man hier vielleicht das schon mal auf Ersetzen macht. What, wie viele sind? Ah ja, gut, schon. Das ist natürlich auch schon noch krass, ey. Wie macht man das nochmal gleich? Fahrzeuge verwalten. Schlecht, okay. Kann man das hier nicht so schön machen, wie es damals war? Wäre ja blöd. Scheinbar bin ich entweder zu blöd dafür oder es geht nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd dafür. Wenn es einfacher geht, sagst du in den schreibst mir in den Kommentar. Ersetze ausgewählte Fahrzeuge damit. Die sind auch alle sehr schlecht, die wollen wir auch alle mal ersetzen, um die Emissionen zu verbessern. Treibstoff dürfte noch schlecht sein. Und da brauchen wir das hier. Oh, 450.000, das ist natürlich schon brutal. Das ist natürlich brutal. Ja, gut. Ich würde ja fast sagen, ich lasse das Ganze hier nochmal ein bisschen weiterlaufen. Fragt mich nicht, warum hier diese Kästchen am Rande sind. Wieso haben wir hier keinen Stein in der Nähe? Ach ja, genau hier. Dass man halt nicht irgendwelche Lagerplätze hat, ne? Also man muss ja quasi hier die ganzen Sachen wegbringen, verarbeiten und so weiter und so fort. Damit wir nämlich damit beginnen können, okay. Für die Werkzeugfabrik brauchen wir Bretter. Das heißt, wir könnten. Oh, das ist natürlich auch ein super Weg hier, ne? Man könnte hier eine Linie von da nach da machen, so mit, keine Ahnung, ein paar Fahrzeugen und dann von hier nach dort mit ein paar mehr und dann wieder von dort nach dort. Das könnten wir natürlich auch machen. Das mal schauen. Vielleicht machen wir es beim nächsten Mal, dass wir uns ein bisschen darum kümmern. Ich werde aber das Spiel wahrscheinlich nochmal laufen lassen.
was wir auch machen könnten, wir könnten dann hier von Sunyin nach Shenyang erweitern, auch bei dem nächsten Mal. Mal schauen. Ich werde das Spiel auf alle Fälle ein bisschen weiterlaufen lassen. Einfach aus dem Grund, damit wir ein bisschen mehr Kohle reinkriegen. Ich werde das Ganze, die Datumsgeschwindigkeit werde ich einfach pausieren, damit wir halt keinen Fortschritt so gesehen verlieren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden selbstverständlich im Laufe der Zeit, fahren jetzt eigentlich hier schon welche mit. Der ist ja full. Der ist ja full, full. Wir können ja schon mal langsam überlegen hier. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Waggons mehr. Oder wir müssen die erweitern, die Strecke. Das ist ja krass. Huh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, läuft, würde ich sagen. Wie sieht es denn mit den anderen Zügen aus? Die sollten doch, die sind doch bestimmt auch langsam dabei, verbraucht zu werden. Okay, der Zustand. Dass man nicht irgendwie sagen kann, wenn der Zustand irgendwie, keine Ahnung, XYZ erreicht, dass man die dann, dass die dann automatisch zurückgefahren und ersetzt werden. Wartung. Ich bin verwirrt. Wo ist denn der Zug jetzt? Ist das der Zug 4? Genau. Mal gucken, wie viel der jetzt gleich reinbekommt. Hier warten auch wieder jede Menge. Also die Linie nach New Taipei City, die scheint gefragt zu sein. Da wäre es auf alle Fälle blöd, nicht noch ein, zwei Waggons dran zu hängen. Und in Zukunft die Strecke auch zu erweitern. 466.000, ja. Ja, das lässt sich doch schon sehen. Hier sind auch 52 drin. Da warten 31 Leute, um dahin hinzukommen. Hier warten 26, also langsam, aber sicher können wir das Ganze auch ausbauen auf zweispurig und so weiter und so fort. Hier sind 35 von 78 drin. Es nimmt an Fahrt auf. Ja. Genau. Ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen, bis wir dann, was weiß ich, auf dem Konto haben wir dann, keine Ahnung, wie viel wir dann haben. 5 Millionen, 5 bis 10 Millionen oder so. Den Kredit würde ich noch nicht mal, würde ich erstmal noch nicht zurückzahlen. Erst wenn die Einnahmen, was weiß ich, bei. Wenn wir die Einnahmen noch rausbekommen, ne? Also wenn wir jetzt bei ungefähr 1 Million Einnahmen pro Monat, glaube ich gerade, oder irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, wie gesagt, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sich in dem nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Transport Fever 2 Sweet Asia.